Und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen zu City Skylines 2. Ich habe mich überwunden, dieses Spiel endlich mal zu kaufen. Und nachdem ich jetzt schon mal 3 Stunden reingespielt habe und die größten Fehler einmal alle gemacht habe, werden wir jetzt von vorne anfangen und ein schönes kleines Let's Play reinzuhauen. Ich denke mal, ich werde das so machen, ich werde so 1-2 Stunden spielen und das dann auch so eine halbe Stunde runtercutten. Und ihr schreibt danach einfach in die Kommentare, joa, ne, was ich alles besser machen kann. Ich fand die windigen Fjorde eigentlich schon gar nicht so schlecht, ne? Die nennen wir Z-Town. Ich bin absoluter Neuling. Ich habe, wie gesagt, jetzt so 2,5-3 Stunden Spielerfahrung. Und das war's. Das Erste, was ich gelernt habe, ist gucken, dass wir die Straße abreißen und dann eigene Straße basteln. So ungefähr. Bam, 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 bam. Okay. Dann ist es, glaube ich, relativ wichtig, dass wir am Anfang mal gucken, wie ist der Wind. Hier ist sehr starker Wind, da können wir nachher schön Windkraftanlagen raufbauen. Obendrauf. Wenn wir ein bisschen Strom haben. Am Anfang werden wir aber Strom importieren. Wir werden hier die Industrie hinbauen, dass der Smog schön wegweht. Und dann werden wir hier möglichst weit weg vom Smog die Wohngebäude platzieren. So, damit haben wir schon mal den ersten Plan. Jetzt brauchen wir Straßen. So, wenn das so ein bisschen kurvig ist, finde ich das persönlich ganz schick. So, dann müssen wir jetzt nur noch mal gucken, dass wir Industriegebiete hinkriegen. Dann haben wir auch wieder 4-spurige Straße. Und zwar von hier. Einmal so. Und dann ziehen wir hier 1-spurige Straßen einfach einmal durch. Und die können ja ruhig etwas gerader sein. Ah, guck mal, hier ist ein bisschen zu weit auseinander. So, jetzt hier können wir eine Kurve einbauen. So. Da haben wir da unser Industriegebiet schon mal. Schön. Schön, schön, schön. So, ein paar Kreise platzieren. Hey, hier macht eigentlich überall Kreise Sinn, ne? Hier wird viel Verkehr sein. Bei so einer Megastraße brauchen wir halt wirklich einen Kreisverkehr. Auch da, auch hier, Kreisverkehr. Das kann man ja als Kreuzung lassen. Kreisverkehr. So. Gut, dann brauchen wir jetzt Elektrizität. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir fangen einfach erstmal ganz simpel und einfach mit einem Umspannwerk an und wir importieren erstmal Strom. Dann haben wir schon mal Strom am Start. Jetzt Wasser. Wasserpumpstation. Da haben wir aktuell nicht so viele Möglichkeiten. Und dann Abwasser. So, das müssen wir jetzt nochmal verbinden. So. Damit ist das alles verbunden. Theoretisch, hoffentlich. Okay. So, jetzt müssen wir Zonen festlegen. Also, wir fangen mit Industrie an. Hier haben wir, guck mal, hier haben wir Wasser, hier haben wir Wasser, hier haben wir Wasser. Wir müssen mit Industrie natürlich ein bisschen vom Wasser wegbleiben. Hier haben wir jetzt, das könnte man alles Gewerbe machen, alles, was ein bisschen kleiner ist. Und die großen Flächen machen wir Industrie. Wir brauchen am Anfang auch relativ viel Industrie, leider. Leider, leider, leider. Wenn man es so nennen will. Es geht alles Industrie. Industrie, Industrie. Industrie, Industrie, Industrie. So, da haben wir jetzt nochmal ein bisschen Gewerbe dazwischen. Haben wir schon Parkplätze freigeschaltet? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Dann machen wir erstmal ein bisschen Gewerbe hier zwischen. Parkplätze müssen wir später halt auch irgendwann machen.
Nach innen werden wir größer. Das heißt, außenrum machen wir erstmal geringere Dächte. Es ist ja meistens so, dass zur Innenstadt hin werden Gebäude einfach größer. Das ist einfach so. Ah, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, das kann man noch machen. Aber hier, das ist denn... Ich will unseren Fluss ja nicht kaputt machen, ne? Ich will unseren Fluss ja nicht kaputt machen. Müssen wir vorsichtig sein. Gut, hier kann man es noch machen. Ab da wird es dann zu bergig. Da würde ich alles... War schwierig, ne? Ich will die Landschaft halt auch nicht kaputt machen. Ja, lässt man denn einfach lieber ein paar Gebäude aus, bevor die Landschaft kaputt geht? Ja, auch. Denn lieber einfach weglassen. Hier, glaube ich, einfach noch ein bisschen Gewerbe hinplatzieren. Hier so eine Mitte. Da Gewerbe. Hier Gewerbe. Das ist schon viel Gewerbe, ne? Ich glaube, das ist ganz schön viel Gewerbe. Ne, hätte ich gesagt, hier vielleicht noch Gewerbe. Dann machen wir hier auf jeden Fall mittlere Dichte. Hier so. Das Ding ist, wir brauchen extrem viel geringe Dichte. Das ist wirklich so ein kleines Problem. Das heißt, wir können hier ruhig alles noch, alles was jetzt so ungebaut ist, geringe Dichte ranmachen. Weil da brauchen wir echt viel von. Hier alles. Und dann, genau, Feuerwehr und so können wir auch schon platzieren gleich. Da müssen wir gleich mal die irgendwo zwischenhauen. Zwischen den Gebäuden im Optimalfall. Klinik. Hey, die muss ja so halbwegs gerade stehen, ne? Dann basteln wir die hier hin. Eine Bestattung. Das war auch so ein Riesengebäude. Immer so zickig sind, was die Größen angeht. Mülldeponie. Bauen wir hier hin. So. Da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir uns das jetzt hier nicht alles irgendwie kaputt bauen mit der Mülldeponie. Ich meine, der Wind führt zum Glück weg. Das heißt, da haben wir nicht so eine Probleme mit. So, da fehlt auch noch eine Straße. Da ist die Einfahrt für die Straße, alles klar. Dann waren wir richtig dumm. Dann machen wir es halt nochmal. Und auch hier Kreisverkehre. So. Damit haben wir hier Straßenanbindung. Dann machen wir hier die Mülldeponie, kann noch ein bisschen mehr Platz bekommen. So. Damit haben wir eine Mülldeponie. Sehr schön. So, jetzt weisen wir hier nochmal im Gewerbegebiete zu. Das kann doch alles Gewerbegebiet werden. Bam, 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 bam. Später, wenn wir Parkplätze bauen können, machen wir auch noch mehr Parkplätze hin. Ich würde das jetzt erstmal so. Das Gewerbegebiet, das Gewerbegebiet. Ich würde jetzt das mal einfach so bauen lassen. Haben wir noch irgendwas? Gesundheitssystem haben wir gebaut. Wir haben Strom überall. Wir haben Wasser. In dem Fall hätte ich jetzt gesagt. Nutzen wir mal diesen wunderschönen Blick aufs Kram und dann machen wir mal eine kleine Zeitraffer. So, was wir auf jeden Fall aktuell machen, ist Verlust. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das geklärt kriegen später. Entsteht ja eigentlich auch irgendwann ein richtiger Müllberg? So ein richtig fetter Müllberg irgendwann? Bin ich gespannt auf jeden Fall. Es wird jetzt dunkel. Und... Oh, ich würde die Nacht jetzt einfach mal überspringen. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder und gucken einfach, wie sich die Stadt entwickelt hat. Ohne, ganz wichtig... ohne dass ich was in der Zeit gemacht habe. Ich lasse jetzt einfach mal die Nacht durchlaufen. Es wird ja auch noch hier und da gebaut, ne?
Aber aktuell gut 1.700 Euro Verlust in der Stunde. Vermuten wir, dass wir einfach zu wenig Häuser aktuell haben. Oh, es wird extrem nach... Oha, okay. Warte mal kurz. Eine Sache müssen wir vielleicht mal hier machen. Pausieren mal kurz. Wir brauchen mehr Gewerbe. Da hätte ich gesagt, machen wir auch hier Gewerbe hin. Dim, 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 dim. Hier einfach mal eine kleine Gewerbestraße lang. Im Bereich. Vielleicht reicht das ja schon. Vielleicht reicht das aus. So, ich lasse jetzt die Nacht durchlaufen. Dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. So, das Wetter ist nicht unbedingt sehr gut, aber wir machen mittlerweile sogar ein kleines Plus von 762 Euro. Das ist schon mal nicht verkehrt. So, aber wir haben ein Problem. Wir brauchen viel mehr an Gewerbengebäude, an Gewerbe. Dementsprechend hätte ich gesagt, dass wir erstmal neue Grundstücksparzellen kaufen. Ich möchte ganz gerne mal gucken. Wir gucken nochmal hier Strom und Wind. Es ist halt nicht so krass optimal, der Wind. Aber ich glaube, hier oben auf den Bergen kann man ein bisschen Geld verdienen mit Wind. Dementsprechend würde ich mich so ein bisschen dahin arbeiten. Zumindest ein bisschen, dass wir ein bisschen Windkraft exportieren können. Das ist so ein bisschen mein Traum. Das heißt, wir kaufen hier das. Schon mal einfach, damit wir das machen können. Und dann brauchen wir, müssen wir auch ein bisschen schlau sein, Industrie. Das hier kaufen wir, das kaufen wir. Wir haben jetzt noch eins, was wir kaufen könnten. Würde ich sagen, lassen wir sein, kaufen wir so. Dann hätte ich jetzt gesagt, kümmern wir uns mal ein bisschen um Windkraft. Lieber ein bisschen zu viel. Aber dafür können wir ordentlich was exportieren. Das ist so der Gedanke an der Sache. So, jetzt müssen wir nur noch mal eben Kabel legen. Und zwar... So... Guck mal, das ist doch schön. Ich frage mich nur gerade, ob es vielleicht Sinn macht, hier ein Umspannkraftwerk zu bauen. Ich glaube, das machen wir auch hier. So, vielleicht nicht da, sondern hier. Und von da aus, jetzt habe ich diese Leitung da wieder liegen und ich weiß nicht, wie ich die lösche, ne? Aber das ist ja so eine Sache, das hasse ich. Ist das jetzt verbunden oder nicht? Oder musste das... Das ist ja so ein Part, den verstehe ich nicht. Das ist jetzt verlegt. Eigentlich müsste das jetzt Strom produzieren. Eigentlich. So, ich hatte die Aufnahme gerade nicht an. Ich bin ja so doof. Guckt euch das mal an. So, ich habe jetzt hier ein riesiges Gebiet dazu gekauft. Hier, alles dazu gekauft. Straßen platziert. Wir müssen jetzt aber mal gucken, dass wir unsere Einnahmen erhöhen. Ich war ja schon mal im Plus, jetzt sind wir bei 3.000, fast 4.000 Euro Minus pro Stunde. Das wollen wir jetzt natürlich wieder rückgängig machen. Oder besser machen, wie auch immer. So, ich mache jetzt hier erstmal so ein bisschen geringere Dichte hin. Hier auch alles geringere Dichte. Dann brauchen wir noch mittlere Dichte für später. Da warten wir erstmal so ein bisschen ab. Aber was wir auf jeden Fall sehr viel brauchen, ist das Gewerbe. So, und da würde ich tatsächlich hier einfach so eine schöne Gewerbestraße bauen. Hier einmal so lang, hier. Das ist alles Gewerbe. Industrie wird aktuell noch gar nicht nachgefragt. Da will ich mich auch nicht drüber beklagen, dass es so ist. Dann würde ich sagen... Lass ich erstmal laufen und guck einfach mal, was passiert. Einfach mal Schönes machen. Einfach mal gucken, was passiert. So, let's go. So, Besteuerung. Da können wir ja auch noch was optimieren. Da würde ich einfach sagen, bei Wohnen sehr gut ausgebildet und gut sollte man ja möglichst senken. Da gebe ich einfach auf 0% Steuern. Aber alle anderen. So.
hauen wir richtig Steuern drauf. Einfach mal gucken, was passiert. Industrie und Gewerbe wollen wir auch nicht stärker besteuern. Oha, über 1.000 Euro plus. Schön. Wir brauchen auch noch viel mehr Gewerbe. Dabei habe ich schon so viel Gewerbe platziert gerade. Dann müssen wir noch mehr Gewerbe platzieren, oder was? Ja, besser mehr Gewerbe als zu wenig, ne? Wenn die jetzt schon so am Betteln sind, dann haben wir hier alles noch voll Gewerbe. Denn bekommen die etwas, die wollen. Vielleicht sind die jetzt auch etwas glücklicher damit. So. Wir haben mittlerweile Schulen. Das heißt, die würde ich auch platzieren. Wahrscheinlich sogar da. Da schon mal eine Grundschule. Ich würde die höhere Schule einfach direkt daneben packen, ne? So. College. Lassen wir erstmal sein. Oder? Lassen wir erstmal sein. Feuerwehr. Ich behaupte mal, das ist nicht so ganz unwichtig. Können wir vielleicht hier platzieren. Polizei sieht noch ein bisschen schlechter aus. Kostet halt alles Geld, ne? Polizei und so. Schwieriges Thema. Oh, da hinten ist... Lassen wir erstmal sein, so wie es ist. Okay, Transport und so lassen wir auch sein. Hier, was schöne Orte angeht, auch. Wir lassen jetzt weiterhin erstmal laufen, hätte ich gesagt. Oh ja, wir haben ein Krankenhaus. Das können wir irgendwo platzieren. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ich muss zugeben, das ist nicht so unwichtig. Das können wir auch so ein bisschen dahin platzieren und einfach eine extra Straße dazu hinziehen. Wichtig, Leute? So. Dann. Kreisverkehr. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir hier noch Kreisverkehr hinbasteln. Da. 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 Es müssen alles Kreisverkehre sein. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Also die Querstraßen können wir so lassen, wie sie sind. Ei, das Krankenhaus hat uns jetzt richtig reingekostet, ne? Oha. Jetzt müssen wir mal gucken. Dienstleistung. Gesundheit. Das fahren wir jetzt mal richtig runter. Auf 50%. Ein bisschen Optimierung müssen wir mal machen. So, Dienstleistungsgebühr. Bildung. Wollen wir eben auf 50% hauen. Feuerwehr und Polizei jetzt vielleicht nicht. Okay. Besteuerung. Hohe Steuern, habe ich gehört. Ja, hilft jetzt aber nichts, ne? Ich würde jetzt vielleicht Gewerbe und Industrie vielleicht ein bisschen hochhauen. Mal eben 5% und gucken, wie sich das entwickelt. Büro... gar nicht. Da haben wir wieder ein Plus. Jetzt haben wir immer noch einen Mangel an Unterhaltung. Wie kriegen wir denn Unterhaltung? Parks und Erholung. Kommunikation. Okay, liebe Freunde, Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben die erste Folge geschafft. Hier von unserem wunderschönen City Skylines Projekt. Wir haben halt schon ein richtiges kleines Dörfchen gebaut. 2500 Einwohner. Wir sind kurz vor der nächsten Stufe. Wir machen einen gewissen Gewinn. Oh, es wird immer weniger. Aber wir machen Gewinn. Und ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn sein Problem? Nicht genügend Strom. Oha. Und Abwasserrückstau. Da müssen wir mal bei, würde ich sagen. Da müssen wir mal bei. Wir warten die auf dem Krankenwagen. Das ist alles das Problem von der nächsten Folge. Ich werde jetzt abwarten, bis ihr diese Folge gesehen habt und schon mal Kommentare reinschreiben könnt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit eurem Feedback zu City Skyline 2. Was kann ich hier alles verbessern, außer dass mein Krankenhaus irgendwie nicht richtig läuft? Bis dann, danke und ciao.